Ihr seht und hört das Kamishibai eines japanischen Volksmärchens. Das Märchen heißt Dank des Kranichs aus der Edition Braclo. Erzählt von Kaiko Funazo, die Bilder sind von Momo Nishimura. Es war einmal ein altes Ehepaar, das lebte in einem kleinen Haus auf dem Lande. An einem bitterkalten Wintertag bedeckte frisch gefallener Schnee den Pfad zum Häuschen der alten Leute. Der alte Mann stapfte auf dem Heimweg vom nahen Städtchen durch Schneewehen. Wieder einmal hatte er dort nicht genug Feuerholz verkaufen können, um Vorräte für die kommenden Wochen einzukaufen. Sein Holz wog auf dem Weg heim zu seiner Frau doppelt schwer in der Rückentrage. Er war schon so alt. Doch weil er und seine Frau keine Kinder hatten, würde er weiterhin die ganze Last allein tragen müssen. Wie einsam es war. Da bemerkte er ganz in der Nähe hektische Bewegungen im Schnee. Es kam ihm vor, als höre er einen heiseren Ruf. Er näherte sich vorsichtig und sah einen wunderschönen Kranich, der verzweifelt versuchte, sein verletztes Bein aus einer Vogelfalle zu zerren. Schnell befreite der alte Mann das Tier. Ganz ruhig blickte der Kranich ihn dabei an. Dann wandte er sich ab und breitete die prächtigen Flügel aus. Der Kranich erhob sich mit anmutigen Flügelschlägen in den Himmel. Glücklich sah der Alte ihm nach, bis er verschwunden war. Daheim angekommen, berichtete der Mann seiner Frau von der seltsamen Begegnung im Schnee. Sie freute sich sehr über die Rettung des edlen Vogels und die gesunde Heimkehr ihres Mannes. Der Abend brach herein, als die alten Leute ein Klopfen an der Tür hörten. Eine liebliche Mädchenstimme bat flehentlich: »Verzeiht mein Eindringen, ich habe mich im Schnee verirrt. Bitte, lasst mich ein!« Schnell eilte die alte Frau zur Tür und entdeckte dort ein zitterndes junges Mädchen mit seidigem schwarzem Haar und schneeweißer Haut. »Oh, wie du frierst! Komm herein und lass dich drinnen am Feuer nieder!« sagte die alte Frau und beeilte sich, mit Holzscheiten aus der Trage ihres Mannes die schwache Glut wieder anzufachen. Zu dritt saßen sie um das Feuer und teilten sich den wenigen Reis zur Nacht. Wieder und wieder entschuldigte sich das Mädchen für all die Umstände, die es den armen alten Leuten bereitete. Die beiden Alten waren oft einsam gewesen. Daher freuten sie sich sehr über die Ankunft dieser zarten jungen Frau. Sie staunten über ihre Ruhe und Anmut. Das Mädchen blieb auch dann noch bei den alten Leuten, als der Schneesturm längst vorüber war, und half ihnen wie eine eigene Tochter bei der täglichen Hausarbeit. Bald lebten sie wie eine Familie in dem Häuschen zusammen. Eines Morgens bat das junge Mädchen: »Ich möchte mich für meine herzliche Aufnahme bei euch bedanken. Darf ich auf dem Webstuhl dort in der Kammer ein Stück Stoff für euch weben?« Erfreut stimmten die alten Leute zu. Der Blick des Mädchens wurde sehr ernst und es sprach mit fester Stimme: »Bitte schaut nie in das Zimmer, während ich webe.
Auf keinen Fall dürft ihr das jemals tun. Dann wandte es sich um und verschwand in der Kammer. Tag ein, Tag aus hörten die alten Leute nun aus der geschlossenen Kammer das Rutschen und Klappern des Webstuhls. Ton, ton, karari, ton, karari, ton, ton, karari, ton, karari. Erst 3 Tage später öffnete sich die Tür der Kammer wieder und die junge Frau erschien mit einem unbeschreiblich prächtigen, geheimnisvoll schimmernden Stoff auf dem Arm. Wie schön war das seidenweiße Gewebe. Noch nie in ihrem Leben hatten die beiden einfachen alten Leute etwas so Kostbares und Makelloses gesehen. Das erschöpfte Mädchen überreichte ihnen den Stoff und sprach: Ihr seid so gütig, nehmt diesen Stoff als Zeichen meines Dankes. Ich möchte euch damit helfen. Verkauft den Stoff in der Stadt. Man kann sicher einen guten Preis dafür erzielen. Erschöpft blieb sie am Feuer sitzen und ruhte sich aus. Das Jahresende nahte mit seinen Festlichkeiten und auf den Markt hasteten schon viele Menschen dahin, um die letzten Vorbereitungen für das Neujahrsfest zu treffen. Der alte Mann beeilte sich, den kostbaren Stoff vorsichtig in die Stadt zu tragen, um ihn dort auf dem Markt anzubieten. Bald näherten sich einige Menschen mit Interesse. Ein gut gekleideter Herr beugte sich mit Kennermiene über den Stoff und berührte ihn fast ehrfürchtig. Ohne zu zögern bot er dem alten Mann an, ihn sofort zum besten Stoffhändler der Stadt zu führen. Beim Anblick des schimmernden Seidenstoffes entfuhren dem Kaufmann unwillkürlich Seufzer der Bewunderung. Welch unvergleichlicher Brokatstoff! Gerne zahlte er dafür einen hohen Preis und bat den alten Mann, ihm doch bald wieder solch exquisiten Seidenbrokat zu liefern, falls das möglich sei. Der alte Mann verließ glücklich das Geschäft und ging mit dem vielen Geld sorglos und erleichtert über den Markt. Der alte Mann kaufte reichlich Reis, Gemüse und Reiswein. Solche Köstlichkeiten hatten er und seine Frau sich schon so lange nicht mehr leisten können. Als er am Abend mit vollgepackter Rückentrage heimkam, begrüßten ihn seine Frau und das junge Mädchen freudig. Gemeinsam feierten sie mit üppigen Mahlzeiten das Ende der Not. Die alten Leute verbrachten das Neujahrsfest zu Hause in vollkommenem Glück, zusammen mit den Mädchen, das sie liebgewonnen hatten, wie eine Tochter. Doch nach einigen Wochen waren Reis und Gemüse aufgebraucht und die beißende Kälte zehrte wieder an den Kräften. Eines Tages sprach das junge Mädchen zögernd: Einmal noch werde ich ein Stück Stoff für euch weben, da die Not so groß geworden ist. Wieder wurde der Blick des Mädchens sehr ernst, als es mit fester Stimme sprach: Bitte schaut nie in das Zimmer, während ich webe. Auf keinen Fall dürft ihr das jemals tun. Unablässig hörte man das Klappern und Ächzen des Webstuhls aus der geschlossenen Kammer. Regelmäßig, aber immer schleppender. Ton, ton, kari, ton, kari, ton, ton, kara, ri.
Tonkara-ri, Tonton-kara-ri, Ton-kara-ri, Ton-ton-kara-ri, Ton-kara-ri. Das Geräusch aus der Kammer folgte einem immer langsamer werdenden Takt. Dieses Mal dauerte das Weben endlos lange. Sorgenvoll bewegten sich die alten Leute leise durch ihr Häuschen. »Wie mag es unserem Töchterchen gehen?« murmelte die alte Frau immer wieder. Als der Morgen wieder einmal graute, ging sie dann doch leise an die Tür zur Kammer und schob sie ein wenig beiseite, um einen kurzen Blick durch die Ritze zu werfen. Aber statt des erwarteten Mädchens gewahrte die alte Frau einen großen, anmutigen und seidenweiß schimmernden Kranich am Webstuhl. Doch wie schwach war das edle Geschöpf. Mit dem Schnabel riss der Kranich sich Federn aus der Brust und verwob sie zu seidigem Brokat. Die Stoffbahn glänzte rein wie sein schneeweißes Gefieder im Morgenlicht. Unendlich traurig blickte der Kranich nun zu der alten Frau herüber. Der Webstuhl verstummte. Schnell lief die alte Frau ihren Mann wecken. Als beide die Tür zur Webkammer erreichten, trat ihnen das zarte junge Mädchen entgegen und reichte ihnen den halbfertigen Seidenbrokat. Zu dem alten Mann sprach das Mädchen: »Du hast mich vor dem sicheren Tod im Schnee gerettet. In Dankbarkeit gewann ich dich und deine Frau von Herzen lieb. Doch jetzt, da ihr wisst, wer ich bin, muss ich euch für immer verlassen.« Rasch wandte sie sich zur Tür und schritt hinaus in den Schnee. Bestürzt blickten die beiden alten Leute einander an. Dann widersprachen sie, baten und flehten, die neu gewonnene Tochter möge doch bleiben. Sie eilten dem Kranichmädchen nach ins Freie. Alles Bitten aber war vergebens, und sie sahen ihr geliebtes Kind in Vogelgestalt die Flügel ausbreiten. Ein wehmütiger Blick war der letzte Gruß des Kranichs. Klein und traurig blieben die beiden Alten vor ihrem Häuschen zurück. Das anmutige Wesen erhob sich mühsam über die Schneelandschaft und flog schwankend davon.